Ottawa, Toronto, die Niagara-Fälle, Montreal und Quebec. Das sind die Reiseziele, die ich mir auf meinem ersten Trip nach Kanada ansehen will. Der erste Anlaufpunkt liegt jedoch zunächst in Südhessen, der Frankfurter Flughafen, den ich grob mit dem Auto ansteuere. Planmäßige Abflugzeit zur kanadischen Hauptstadt Ottawa ist um 13.45 Uhr. Die Zeit bis dahin verbringe ich mit Check-in, dem Durchlaufen der Sicherheitskontrollen und Warten am Terminal 1. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Passagiere gebucht auf Flug CX288 werden zu Flugsteig E6. Durch Bauarbeiten am Gate steht die Maschine auf einer Außenposition. Wir werden mit einem Bus zum Flugzeug gefahren. Gute 6000 Kilometer muss der Metallvogel nun absolvieren, um von Frankfurt entlang des Atlantiks nach Ottawa zu kommen. Die Flugroute wird uns über die Nordsee, Nordengland, südlich an Island vorbei, Südgrönland und schließlich Neufundland führen. Kurz vor der Ankunft werden an Bord Zollkarten ausgeteilt. Hier ist neben dem Reisegrund und der Aufenthaltsdauer auch anzugeben, ob man Waffen, Tiere oder Pflanzen mit sich führt. Zum Glück nichts davon in meinem Gepäck. Nach rund 8,5-stündiger Reisezeit setzt die Maschine um 15.55 Uhr Ortszeit auf der Landebahn jenseits des Atlantiks auf. Bevor jeder Reisende ins Land darf, wird er von den Behörden einem Interview unterzogen, sogar die Piloten. Was wollen Sie in Kanada? Mit wem sind Sie hier? Kennen Sie hier noch jemand, den Sie treffen wollen? Haben Sie ein Auto gemietet? Alles in Englisch natürlich. Gleich gegenüber der Flughafenhalle hole ich mir meinen Mietwagen ab, einen Hyundai Accent Automatik. Habe ich euch eigentlich schon mal diese krasse Karre hier gezeigt? Irgendwie, also das ist das erste Mal, dass ich einen Hyundai fahre. Also ich muss sagen, die Jungs sind mal langsam erwachsen geworden. Sieht gar nicht so schlecht aus, die Koreaner. Am geilsten ist aber noch diese Bimmel hier, wenn man irgendwie hier den Schlüssel rumdreht. Nach einer ersten Rundtour durchs Stadtgebiet checke ich in einer Travelodge am Highway 417 ein und lasse den langen Tag ausklingen. So denn, herzlich willkommen in Kanada. So, der erste vollständige Reisetag im Ausland, Donnerstag, 20. August, 15.51 Uhr deutscher Zeit und 9.51 Uhr dann hier in kanadischer Zeit. Wir befinden mich jetzt hier gerade in einer Travelodge, hier die erste Nacht gepennt. Und ich habe jetzt hier gerade, dem Internet sei Dank, mal aussondiert, wo ich jetzt mal so demnächst lang fahre. Und geplant ist, dann nochmal nach Ottawa reinzufahren. Anfänglicher Regen ist kein gutes Vorzeichen für einen Fußmarsch in der Stadt. Zum Glück klart das Wetter auf. In Downtown verschwindet die Karre im Parkhaus. Zu Fuß ist man doch um einiges flexibler. Alle mich interessierenden Sehenswürdigkeiten liegen ohnehin im Innenstadtkern und lassen sich binnen kurzer Zeit ablaufen. Dazu gehören der Regierungskomplex auf dem Parliament Hill, der Rideau-Kanal, das Nationale Kriegsdenkmal, die Spark Street, die Kathedralbasilika Notre-Dame sowie die Nationalgalerie. Ottawa ist die Bundeshauptstadt Kanadas und liegt im östlichen Teil der Provinz Ontario am Ottawa River, unmittelbar an der Grenze zur Provinz Quebec. Ottawa bedeutet Händler in der Sprache der Algonquin, einem Volk, das zur Zeit der Besiedlung am Fluss Handel trieb. Am anderen Ufer liegt die Zwillingsstadt Gatineau. Rund 800.000 Einwohner leben in der kanadischen Hauptstadt. Im Großraum Ottawa-Gatineau leben rund 1,1 Millionen Einwohner, die den viertgrößten Ballungsraum Kanadas bilden. Die Bevölkerung ist zu 63% Englisch und zu 15% französischsprachig. Ottawa ist in der Region die einzige offiziell zweisprachige Stadt, wobei der Englischanteil überwiegt, im Gegensatz zu dem auf der anderen Seite des Ottawa-Flusses gelegenen Gatineau. Hier überwiegt die französische Sprache.
Ich glaube, ich weiß jetzt schon, was Kanada ganz deutlich von den USA unterscheidet. Und zwar ist es der absolute Gegensatz zwischen klassischer, moderne und uralter Baukunst. Das ist total krass. Also sagen wir es mal so, das, was den USA an alten Gebäuden irgendwie total in den Jahren abhanden gekommen ist, keine Ahnung, das kann man hier in Kanada definitiv finden, zumindest in Ottawa. So das Confederation Building im gotischen Baustil. Viele staatliche Mitarbeiter haben hier ihre Büros. Es ist Teil des Parliament Hills, dem Regierungssitz, der sich auf einem kleinen Hügel befindet. Besonders auffallend ist der sogenannte Center Block mit Sitz des Unterhauses und Senats, ein bauliches Ensemble im neogotischen Stil aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. An seiner Südfassade befindet sich der 92 Meter hohe Peace Tower, dessen Gestalt an den Big Ben in London erinnert. Links davon liegt der West- und rechts davon der East Block. Beide enthalten sowohl Büros für Minister und Senatoren, als auch Sitzungszimmer und weitere Verwaltungsräumlichkeiten. Zwischen diesen drei Hauptgebäuden liegt ein quadratischer Barockgarten, der zugleich eine gewisse Aktionsfläche bietet. Auf dem mittleren Fußweg befindet sich die Centennial Flame, die 1966 aus Anlass der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der kanadischen Konföderation errichtet und entzündet wurde. Ursprünglich sollte die Flamme 1967 wieder abgestellt werden, was aufgrund des Widerstands in der Bevölkerung verhindert wurde. Jährlich werden auf dem Gelände rund 3 Millionen Besucher gezählt. So, ich befinde mich hier gerade am Rideau-Kanal. Das sind hier mehrere Staustufen hintereinander. Also mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oder 7, keine Ahnung. Und ich habe Glück, hier kommt nämlich gerade ein Schiff durch. Hier läuft gerade eine Talschleusung. Und ich bin mir ziemlich sicher, das dauert alles ein bisschen, bis man hier durch ist. Vor allem, das ist nur alles Handbetrieb. In Downtown verläuft die Spark Street. Sie wurde 1966 zur Fußgängerzone umgebaut und war damit eine der ersten in Nordamerika. Zwischen der Elgin Street und Bronson Avenue gelegen, findet man hier unter anderem Restaurants, Kunstgegenstände und nicht zuletzt reges Treiben. Die Spark Street gehört zu den historischen Straßen der Stadt. Ihr Namensgeber ist Nicholas Sparks, ein Farmer, der einst in der Mitte des 19. Jahrhunderts einen Weg durch die Wälder geschlagen hatte, wo die heutige Spark Street verläuft. Spätestens seit Festlegung Ottawas zur kanadischen Hauptstadt stieg ihre Bedeutung, da sich in ihrer Nähe zahlreiche Regierungsbüros und Parlamentarier ansiedelten. Dieses Gebäude sieht ja auch schon ziemlich kunstvoll aus. Und deswegen ist es eigentlich auch naheliegend, was das ist. Das ist die National Gallery of Canada. Oder französisch Musée des Beaux-Arts de Canada ist eines der führenden Kunstmuseen des Landes. Das Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen und Fotografien. Der Schwerpunkt liegt auf kanadischer Kunst. Das metallene Spinnenwerk vor dem Gebäude verdeutlicht seinem Betrachter eindringlich, dass er sich hier in einem Kulturzentrum befindet. Etwas älterer Natur ist die Basilique-Kathedrale de Notre-Dame d'Ottawa, gleich auf der anderen Straßenseite. Sie ist die älteste Kirche und Sitz des römisch-katholischen Erzbistums in der Stadt. Das heutige Gotteshaus ersetzt eine kleine Holzkirche aus dem Jahre 1832. Sie wurde 1841 zugunsten des größeren Bauwerks abgerissen. Die Bauarbeiten am Langhaus waren 1844 abgeschlossen, 1846 stand die Hauptkonstruktion. Die Turmspitzen wurden allerdings erst 1866 vollendet. Die Kirche wurde in den 1990er Jahren renoviert und restauriert. Ich bin jetzt hier gerade wieder auf dem Parliament Hill angekommen, vom Regierungsgebäude. Und ich glaube, wir werden hier gerade Zeuge einer Demonstration von den Multikulti-Nationalitäten, die hier in Kanada vorherrschen. Ich glaube, hier demonstrieren gerade die Indies für irgendwas. Stop the Aztec here!
my people and my community is growing. Just like any other community or any city that you go, you have your community values and traditions that you want to keep. Immer wenn ich in fremden Städten bin, demonstrieren die Leute. Ja, aber man kann schon deutlich erkennen, dass auch andere Kulturen ihre Probleme haben. Es ist später Nachmittag, als ich Ottawa über den Highway 417 gen Provinz Quebec verlassen will. Die nächste Stadt auf der Liste ist Montreal, die ich morgen erreichen will. Auf dem Zubringer bleibe ich jedoch schon recht schnell stecken. Stau. Es ist Rush Hour und alle wollen fast zeitgleich aus der Stadt heraus. Ja, das übliche Problem in der Rush Hour, hier ist alles dicht. Also der Plan ist jetzt hier auf dem Highway 417 mal rauszufahren aus der Stadt, so grobe Richtung Montreal. Toronto und den Niagara-Fälle habe ich mir nämlich eigentlich so als Höhepunkt mal zum Ende aufgehoben. Dann beachte mal das Schild, da steht schon was mit Montreal drauf. Dann fahren wir mal nach Montreal. Listen to the radio, top 10 ain't the way to go. Play same songs in a row, don't think that I don't know. Operation brainwash my kids, but have laughing off your vids. They think my music's weird, you're right, in fact it is. I'm a lyrical breath of fresh air, wave your hands like you just don't care. Bounce to the beat, move your derriere. So good, girl, it's just not fair, cause you can't pull my file. I mean, can't check my style. I mean, C-A-N-T-C-H-E-C-K, my style. Come on. Zugegeben, ich hatte ja schon mal ganz kurz irgendwie mal die Idee gehabt, mal Kanada so von links nach rechts zu durchfahren auf dem Trans-Kanada-Highway. Also für diese Gegend muss ich ja definitiv sagen, landschaftlich, sieht ein bisschen aus wie Schweden. Aber mit dem besonderen Merkmal, plattes Land, sehr viel grüne Vegetation und schlechte Straßen. Jetzt ist es 18.51 Uhr Lokalzeit. Ich bin jetzt hier so in etwa 20 Kilometer, 30 Kilometer vor Montreal, vor den Toren der Stadt. Hab hier in einem Super 8 Motel für heute Abend eingecheckt, weil irgendwie die ganze Zeit, in der Stadt rumgelaufen und der Jetlag, der schlägt heute Abend zu. Heute wird nichts mehr gemacht und morgen wird dann in Ruhe nach Montreal reingefahren. Ziemlich nah hier auch beim Highway gelegen. Das heißt, morgen sollte ich also keine größeren Schwierigkeiten haben, in die Stadt reinzukommen. Das ist der Highway 40, der führt direkt in die Stadt rein. Aber vorher schlägt der Jetlag zu. Ich glaube, ich lege mich jetzt mal langsam ins Bett. Gute Nacht. Es ist 7.20 Uhr und ich kann nicht mehr pennen. Dann würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir hier mal Licht reinlassen. Und ich würde sagen, heute steht Montreal auf dem Plan. Gegen 11 Uhr nähere ich mich Montreal. Mit 1,6 Millionen Einwohnern ist die Metropole die zweitgrößte Stadt Kanadas und größte Stadt der Provinz Quebec. Im Großraum kommt man sogar auf 3,7 Millionen Einwohner. Zusammen mit ihrem Ballungsgebiet gilt sie als zweitgrößte französischsprachige Stadt der Welt, obwohl die Anzahl der englischsprachigen Einwohner bei etwa 20% liegt. Sie ist zusammen mit Toronto das Handels-, Industrie- und Wirtschaftszentrum im östlichen Kanada. 1967 fanden hier die Weltausstellung und 1976 die Olympischen Sommerspiele statt. Da sich das Verkehrssystem mir doch etwas undurchsichtig darstellt, die Groborientierung fehlt und dieser Film in Zeiten ohne Navigationsmöglichkeit auf Smartphones entsteht, lasse ich den Wagen im Wohngebiet zurück. Das ist ja echt grauenvoll hier. Die Straßen, die sind ja dicht ohne Ende. Total die Rush-Hour. Und ich habe die Karre jetzt hier erstmal gerade in einem Wohngebiet abgestellt. Ich habe gesehen, hier in der Nähe ist eine Metrostation und ich will mal hoffen, dass ich mich mit der Metro hier ein bisschen flexibler durchkämpfen kann, weil wenn man hier irgendwie durch einen Stau woanders hinkommt, wo man eigentlich gar nicht hin will, egal, wir probieren es jetzt mal anders. Besser ist das.
Die für mich sehenswerten Punkte liegen recht weit auseinander. Der Parc Olympique, die L'Oratoire Saint-Joseph, die Basilique Notre-Dame de Montréal, der Place des Arts oder der Place Ville-Marie. Mit der Metro lässt sich alles zügig erreichen. Crémazie heißt die Station, an der ich in den Untergrund verschwinde. Tickets mussten am Schalter gekauft werden, der Servicemann verstand nur Französisch. Aufgrund mangelnden Sprachkenntnissen resultiert meine Frage nach einer Tageskarte in 6 Einzelfahrscheinen, die ich in den nächsten Stunden bis auf einen verbrauchen werde. So, es ist jetzt 12 Uhr und ich stehe jetzt hier vor einem Gebäude. Und spätestens wenn ich vor diesem Gebäude stehe, weiß ich ganz genau, ich bin jetzt in Montreal angekommen. Und zwar ist das hier der Olympiapark. Und wenn man vielleicht sogar manche Publikationen mal verfolgt hat, da gibt es auch so ein Gebäude, was so schräg hoch in den Himmel geht. Das ist jetzt der Turm, den man hier hinter mir schon sehen kann. Und den will ich mir jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Ein paar kanadische Dollar ist es mir schon wert, einmal auf den Turm heraufzufahren. Mit einer Höhe von 175 Metern und durch seine schiefe Konstruktion prägt er das Gesamtbild des Stadions. Bautechnisch dient der Turm als Mast, um die Befestigungsseile des Stadiondaches zu halten. Eine verglaste Doppeldeckergondel befördert Besucher bis zur 166 Meter hohen Aussichtsplattform hinauf, von wo aus sich ein guter Blick auf die Metropole und den Olympiapark ergibt. Der Bau an sich gilt als visionär und spektakulär. Baubeginn war der 28. April 1973 und die Eröffnung zu den Olympischen Sommerspielen 1976. Da war das Stadion wegen technischer und finanzieller Probleme aber nur halb fertig. Zum Zeitpunkt des Sportfestes überragte der unvollendete Turmstumpf nur knapp die Höhe des Stadionbaus. Die ursprünglich veranschlagten Kosten beliefen sich am Ende auf das Doppelte. Die Regierung in Quebec führte zur Finanzierung sogar eine eigene Tabaksteuer im Mai 1976 ein. 1987 wurde der Turm zwar fertiggestellt, die Kosten wurden jedoch erst 30 Jahre nach den Olympischen Spielen im Jahre 2006 abbezahlt. Nach meiner Tour im nördlichen Teil Montreals gelegenen Olympiapark geht's zurück nach Downtown zum Platz der Künste, dem Place des Arts. Hier befinden sich in den Gebäuden das Montreal Symphony Orchester, die Oper und Theater. Don't run away from my love. Don't run away, don't run away from my love. Look at all the time you're wasting with all your hesitating, babe. Hey, hey, hey. So, ich bin jetzt hier bei der Basilique de Notre Dame angekommen. Sieht aus wie eine Kirche, scheint auch eine zu sein. Großer Touristenanziehungspunkt. Kein Wunder, der Reiseführer hat mich ja auch hierher in die Altstadt geschickt. Das Bauwerk ist so groß und umliegend zugebaut, dass es mir nur schwerlich gelingt, mit der Kamera weit genug wegzugehen, um es in seiner Gesamtheit aufs Bild zu bekommen. Fest steht indes, die Bauarbeiten an der neugotischen Basilika begannen im Jahre 1824. Architekt war der New Yorker, irischer Einwanderer und Protestant James O'Donnell. Kurz vor seinem Tod im Jahre 1830 trat er zum Katholizismus über und wurde in seiner Basilika begraben. So, ich bin jetzt hier gerade am Place Ville-Marie und ob das glaubt oder nicht, unter meinen Füßen befindet sich eine verdammt große Shopping-Mall. Alles unterirdisch, alles voll klimatisiert. Ich zeig's euch. 1962 wurden unter dem Place Ville-Marie die ersten Passagen der Montrealer Untergrundstadt eröffnet. Die sogenannte Underground City ist eine unterirdische Shopping Mall der Superlative. Mit 32 Kilometern Länge gehört das Tunnelsystem zu den größten seiner Art.
1600 Geschäfte, 200 Restaurants, 40 Banken und 30 Kinos bilden ein geordnetes Labyrinth. Um die Reisekasse zu schonen, ziehe ich es jedoch vor, mich davon nicht zu sehr beeindrucken zu lassen und breche auf zu meiner letzten Station in der Stadt. So, ich stehe jetzt hier vor der L'Oratoire de, was weiß ich wie, keine Ahnung. Ich muss echt sagen, ich habe es jetzt geschafft, innerhalb von ein paar Stunden das mir Wichtigste abzugrasen. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht es mal so langsam wieder zum Auto zurück. Also noch einmal mit der Metro fahren. Dann könnte ich mir schon vorstellen, heute Abend mal so die Stadt auswärts Richtung Quebec zu verlassen. Gegen 17.30 Uhr erreiche ich das Auto und reihe mich in den Verkehrsfluss ein. Etwas zu spät fällt mir noch ein, dass ich mir eigentlich noch die Biosphäre ansehen wollte, eine Kuppel geformt aus einem Metallgerüst. Ein genügend kurzer Blick wird mir aber ein paar Tage später noch vom Highway aus gelingen. Circa 250 Kilometer wären es jetzt noch bis Quebec-Stadt, die ich heute aber noch nicht erreichen will. Eigentlich wollte ich in Trois-Rivières auf halber Strecke nächtigen, dort war aber keine geeignete Schlafgelegenheit zu finden, weshalb ich circa 50 Kilometer vor Quebec-Stadt am Wegesrand unterkommen werde. Kurz vor 21 Uhr und das ist bis jetzt das preiswerteste Motelzimmer, wo ich hier so untergekommen bin, und zwar ist das direkt am Highway 40 Richtung Quebec. Ich würde sagen, ich mache es mir jetzt erstmal bequem, vor allem will ich erstmal ganz dringend duschen. Die ganze Rumrennerei heute in Montreal, die hat mich schon irgendwie ein bisschen geschafft, muss ich sagen. Die Aufbruchszeit am Morgen ist erreicht. Sie fällt heute auf 10.22 Uhr. Nicht mehr viele Kilometer trennen mich von Quebec-Stadt, das erklärte Ziel meiner anstehenden Sightseeing-Tour. Die Landschaftskulisse auf dem Weg dahin sehe ich nun bei Tageslicht. Und es ist teilweise schon so, wie ich es von Nordamerika her kenne. Der Highway zieht sich stellenweise ewig in die Länge. Die Verlockung demzufolge ist groß, die erlaubten 100 km/h zu knacken, aber ich habe ja Zeit. Ersten Schätzungen zufolge bin ich sogar schon einen Tag schneller als mein Reiseplan. Gotta keep you, but you're much too fast for my hands. I hope you think of me when recognition finds your foreign lands. Try to remember that you're all American. Ich lasse das Stadtzentrum zunächst links liegen. Mein Reiseplan schickt mich zu den Montmorency Falls, einem Wasserfall, etwa 13 Kilometer nordöstlich der Stadt gelegen. So, ich bin jetzt angekommen. Ich stehe jetzt hier auf einer Brücke vor den Montmorency Falls. Und das Ganze liegt ein bisschen nördlich der Stadt Quebec erstmal. Und ich gucke mir das jetzt hier mal an. Tja, hier oben sammelt sich das ganze Wasser, bevor es dann dort über die Klippen stürzt, sozusagen. An der Grenze zur Gemeinde Bois-Châtel gelegen, dort habe ich irgendwo das Auto geparkt, bildet der Wasserfall die Mündung des Flusses Montmorency. Er ergießt sich an einer Felswand 83 Meter in die Tiefe und fließt danach in den St. Lorenz-Strom, an dem ich in den folgenden Tagen noch ein Stück entlang fahren werde. Mit 83 Metern Falltiefe ist der Wasserfall der höchste in der Provinz Quebec und sogar rund 30 Meter höher als die Niagara-Fälle. Das Flussbecken am Fuße des Wasserfalls ist 17 Meter tief.
Der erste Europäer, der den Wasserfall entdeckt hatte, war 1542 der Franzose Jean Fontenot. Heute gehört der Ort zu den beliebtesten Attraktionen von Quebec. Direkt über dem Wasserfall verbindet eine Hängebrücke die beiden Flussufer miteinander. So gelingt ein optimaler Blick von oben auf die Fluten. Auf der gegenüberliegenden Seite wurde 1993 am Berghang eine Holztreppe errichtet, über die man sehr nah an die Gischt herankommt. Bin ich eigentlich jetzt mit Schuppe diese ganzen Treppen hier hoch und runter zu laufen? Egal, ich geb's mir trotzdem. So, tiefer gehe ich jetzt nicht mehr, weil ich sonst hier gleich wahrscheinlich ziemlich nass sein werde, weil der Wind nämlich ab und zu mal kräftig dreht. Jetzt sitze ich wieder in der Karre, ey. Erstmal Lüftung an hier, ist ja warm, das ist ja Wahnsinn. Falls irgendjemand von euch auch irgendwie diese Wasserfälle sich reinfahren will oder so, nehmt nicht die offiziellen Parkplätze, die wollen Kohle dafür. Und ich stehe immer wieder mitten im Wohngebiet. Und ich würde sagen, ich glaube, die Videokamera braucht schon wieder Saft, das ist aber echt ein gefräßiges Teil. Dann geht's jetzt mal so langsam nach Quebec rein. Keep you, but you're much too fast for my hands. I hope you think of me when recognition finds your foreign lands. Try to remember that you're all American. So, jetzt habe ich die Karre erstmal in einem Parkhaus abgestellt. Ganz schön niedrig hier. Und ich würde sagen, der Rest natürlich mal wieder zu Fuß, weil Quebec, die Innenstadt, die sehenswerten Punkte, die liegen relativ dicht beieinander. Und dann würde ich sagen, grase ich das jetzt mal wieder zu Fuß ab. Quebec ist die Hauptstadt gleichnamiger Provinz. Hier leben rund 500.000 Einwohner, genannt Quebecois bzw. Quebecois de Quebec, um sie von anderen Bewohnern der Provinz begrifflich abzusetzen. Das Besondere, sie ist die einzige Stadt in Nordamerika, deren Festungsanlagen noch intakt sind. Wohl ein Grund, warum sie von der UNESCO 1985 zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Quebecs Altstadt wird vollständig von einer Stadtmauer umgeben. Dieser Teil des Stadtzentrums liegt leicht erhöht auf einem Hügel und trägt daher die Bezeichnung Hauteville, im Englischen Upper Town oder zu Deutsch Oberstadt. An ihrem südlichen Ende und Teil der Stadtmauer trifft man auf die Citadelle de Quebec. Die Oberstadt wird durch den Hotelkomplex Château Frontenac dominiert. Es ist eines der Hauptsehenswürdigkeiten. Es wurde 1893 durch den Architekten Bruce Price für die Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Railway errichtet. Wie der Bau bereits von außen vermuten lässt, ist es eines der exklusivsten Luxushotels in Kanada. Zudem ist es eines der am häufigsten fotografierten Hotels der Welt. Auch ich ertappe mich dabei, wie meine Kamera immer wieder auf das Gebäude schwenkt. Nördlich von dem Komplex befindet sich die Kathedrale Notre-Dame de Victoire. Durch kriegerische Ereignisse bzw. wechselnde Machtverhältnisse wurde sie durch britische Streitkräfte im Jahre 1759 weitgehend zerstört, aber 1816 wieder aufgebaut. Die Unterstadt liegt nun außerhalb der Stadtmauer. Unter- und Oberstadt werden neben Straßen und Treppen auch durch die Zahnradbahn Funiculaire verbunden. Doch genug der Worte, lassen wir das franko-kanadische Flair auf uns wirken. À la chasse au hanneton, petit enfant.
il fut sur la montagne qu'il partit un coup de canon. Il en eut si peur que même tomba sur les talons. Es ist jetzt 19.15 Uhr. Ich bin noch mitten in Quebec. Hier gibt es eine Straße. Und hier gibt es ein Hotel nach dem anderen. Ich habe jetzt bei 6 gefragt. Sorry, sold out. Und im Übrigen bin ich froh, wenn ich endlich aus diesem komischen Bundesstaat hier rauskomme. Ich will endlich wieder, dass die Menschen normal sprechen mit mir. Glaubst ja wohl, dieses komische da. Habe ich was gesagt? Nee, die Sprache ist geil, aber ich bin trotzdem froh, wenn ich wieder in der richtigen Welt bin. Französisch ist nicht so recht meins. Wie auch immer, raus aus der Stadt, das ist wohl das Einzige, was geht, um noch eine Bleibe für heute Nacht zu finden. Kein Wunder, es ist ja auch Wochenende. Ich befahre den Highway und wechsle die Uferseite des St. Lorenz. In Lévis finde ich schließlich eine Econo-Lodge, die mit 171 kanadischen Dollar die Preisspitze für Hotelübernachtung dieser Reise darstellen wird. Und letztendlich hatte ich Glück. Eigentlich war das Zimmer vergeben, die Reservierung wurde aber nicht wahrgenommen. So, 20.12 Uhr und ich habe jetzt eingecheckt in eine Econo Lodge. So, und ich glaube, ich sehe ein bisschen rot aus heute im Gesicht. Den Effekt kenne ich ja schon von Florida und von Kalifornien, aber ich glaube, diesmal hat Kanada zugeschlagen. Naja, die Sonne ist hier halt auch krass. So, ja, ich glaube, ich mache es mir mal ein bisschen bequem. Der heutige Reisetag bildet ein absolutes Kontrastprogramm zu den Städten der vergangenen Tage. Es gibt nur eines zu sehen, Landschaft und Straße. 474 Kilometer werde ich mich heute auf die große Landzunge der Gaspésie hinauswagen. An den Städten Rivière-du-Loup, Rimouski und Matane vorbei. Und alles immer schön am St. Lorenz entlang. 11.20 Uhr und ich fahre und fahre und fahre. Leute, Kanada ist ein ganz schön großes Land. Subscribers to the current idea. Someone's waiting for you. A mask of wealth and fame. But there's horns poking.
jetzt 13.20 Uhr. Ich bin jetzt in Rimouski angekommen. Das ist irgendein Kaff hier so am St. Lorenz. Ach so, da steht ja noch nicht mal drin im Reiseführer. Das kann man vergessen. Das Krasse ist aber, wenn ich mal so hier auf meinen Plan gucke, von hier aus, also bis nach Toronto, das sind schon mal ein paar Kilometer. Das ist er, der St. Lorenz. An dem Ding bin ich jetzt schon 200 Kilometer oder mehr lang gefahren. Und wenn man das weitere 8 Kilometer tut, lockt nördlich von Rimouski ein Leuchtturm zum Abstecher. Ich lande am Point au Pair, der seit 1859 der Standort des Leuchtfeuers ist. Von 1863 bis 1959 war Point au Pair die Lotsenstation für die Navigation im St. Lorenz-Estuar zwischen Rimouski und Quebec. 1902 wurde das erste Pier gebaut. Die Hafenanlage wurde später vergrößert und mit Bahnanschluss und Zisternen mit Erdölprodukten versehen. Zur Zeit der Atlantikdampfer gab es einen speziellen Postzug von Montreal nach Point au Pair, wo die ersten bzw. letzten Postsendungen aufs Schiff gebracht wurden. Mit der Eröffnung des St. Lorenz-Seewegs 1959 wurde die Navigationsroute auf die Nordseite des Flussdeltas verschoben und die Lotsenstation wurde 1960 nach Les Excoumis verlegt. Europa? Diese Richtung. Im Übrigen muss ich mal gerade festhalten, hier ist es jetzt genau 3 Uhr und in Deutschland ist es jetzt 21 Uhr. Das wollte ich jetzt nur mal sagen. Und hier ist es noch schön hell. Es ist 18.02 Uhr. Ich habe mir mal wieder ein Motel gesucht. Weil dieses anders aussieht als alle anderen, denke ich mir, hältst du mal gerade die Kamera rein, weil ansonsten ist das ja nur Standard-Ami-Kram. Und das Geile ist hier, das hat nur 50 Bucks gekostet, dieses Hotelzimmer. Aber ich würde sagen, ich mache mir jetzt erstmal was zu futtern. Ich habe nämlich Hunger. Was haben wir denn hier? Von Philadelphia. Habe ich einfach mal ins Kühlregal gegriffen. Ich habe keine Ahnung. Steht irgendwas Französisches drauf. Ich habe keinen Blassen. Ich komme ja langsam ein bisschen doof vor. Hier immer wieder. Immer wieder zu fragen, ob die hier alle Englisch sprechen, weil die gucken dann immer so doof. Und wenn wir hier schon im französischen Lande sind, muss natürlich auch eine Baguette-Stange sein, völlig klar, ne? Saint-Anne-de-Mont heißt die kleine Ortschaft, die durch das abendliche Sonnenlicht in rötliche Stimmung getaucht wird. Vom Motel sind es nur wenige Fußschritte bis ans Wasser, wo ich mir den Sonnenuntergang ansehen und den Tag ausklingen lassen will.
9:49 bzw. 15:49 ist es in Deutschland. Nach dem Aussondieren der Lage habe ich mich mal dazu entschlossen, jetzt das hier zum östlichsten Punkt zu erklären. Das heißt also, ich fahre jetzt zurück. Richtung Zivilisation. Bis dahin wird es aber noch dauern, nämlich 2 ganze Tage Fahrt. Vor mir liegen 1276 Kilometer bis zu meinem nächsten Ziel, der Stadt Toronto. Fast auf gleicher Wegstrecke geht es nun also zurück. Kurz vor Montreal lege ich am Abend nochmal einen nächtlichen Zwischenstopp in Drummondville ein. Im Übrigen kommt es mir so vor, als müsste ich alle paar Kilometer tanken. Wohl eine subjektive Auffälligkeit. Kein Wunder, bei den Weiten des Landes. Boah, warum ist denn der Tankstand wieder so leer? Er ist echt schlimm in diesem Land, ey. Man ist nur am Tanken, weil es einfach zu groß ist. Also ich würde sagen, ich tanke jetzt nochmal kurz und dann geht's schon wieder weiter. Ah, viel besser. Das muss ich heute Abend unbedingt mal genau ausrechnen, was das hier alles kostet, das Tanken. Also ich glaube 68 Cent der Liter, das ist hier nochmal unterboten worden. So, ich würde sagen, ich bin jetzt immer noch in Dumontville und jetzt geht's mal so langsam weiter. Jetzt geht's wieder zurück auf den Highway 20 an Montreal vorbei. Und dann werden wir irgendwann den Bundesstaat Quebec verlassen, dann geht's nach Ontario zurück. Und dann 450 Kilometer weiter liegt dann Toronto vor unseren Füßen. Ja, hier, da steht Toronto. Da will ich doch hin. Mitten in Toronto und es gibt kein Handynetz. Auch geil. So, ich habe mich jetzt hier für 3 Nächte, also sprich 2 volle Tage, gegeben, das in Toronto, im Grand Motel einquartiert. Das habe ich ja schon im Internet aussondiert. Und das hier ist fast wie eine kleine Wohnung. Weil hier haben wir Schlafgemach, ne? Geradeaus ist es Bad, aber es geht noch weiter. So eine Art Wohnzimmer, ne? Mit Couch und Schrank und Fernseher, den ich bestimmt eh nicht nutze. Ich habe hier noch kein einziges Mal Fernsehen geguckt. So, und jetzt haben wir hier noch eine kleine Küche. Und ja, das ist fast wie eine Ferienwohnung, das hier. Das finde ich in Ordnung. Ups, sogar noch mit Herd. Das Auto parkt man natürlich direkt vor der Tür. Das kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Ich habe Netz. Ja, ich bin zu Hause. So, guten Morgen. Jetzt ist es 11 Uhr. Ich befinde mich gerade hier am Bahnhof der Haltestelle Guildwood. Und ich möchte jetzt zur Union Station fahren. Ich habe mir nämlich gedacht, fährst du mal mit dem Zug in die Stadt? Ist vielleicht ein bisschen angenehmer, als wieder irgendwo einen Parkplatz zu suchen. Zumindest wenn das da so voll ist, autotechnisch wie gestern hier auf dem Freeway, in einer schönen Schranke auch. Und es kommt letztendlich auf selber raus. Ein Day Pass kostet hier 9,70 $. Ja, würde ich sagen, fahre ich mal mit dem Zug nach Toronto. Down to the crossroads with a dollar $2.80. How to kill, yeah, I was itching to jump. Gave it all to a fine young lady. Ain't gonna eyelids and a world-class rum. Don't ask me where I've been. Don't ask me how I know. There ain't no message in the box. So, ich bin jetzt in Toronto City angekommen, hier am Bahnhof. Das ist die Union Station. Und das Schöne ist, von hier aus kann man fast alles zu Fuß erlaufen, weil alles Interessante ist sozusagen in der Toronto Innenstadt. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal. Dazu gehören unter anderem die Toronto Islands, der CN Tower, Chinatown, das Iron Building und das Eaton Center mitsamt der Yonge Street. Wenn auch in Fußreichweite gelegen, erkunde ich Toronto an 2 Tagen und lasse mir entsprechend Zeit.
2,5 Millionen Einwohner leben in der größten Stadt Kanadas. Durch die Eingemeindung einer Reihe von Vorstädten, die bereits mit Toronto verschmolzen waren, wurde das Stadtgebiet Ende der 90er Jahre mehrfach vergrößert. Heute ist Toronto Kanadas Wirtschaftszentrum und weltweit einer der führenden Finanzplätze. Im Gegensatz zu Städten in der Provinz Quebec ist hier die französische Sprache mit 1,4% eher in der Minderheit. Man spricht Englisch. So, ich stehe jetzt hier vor dem Wahrzeichen Torontos, also zumindest ist es für mich das Wahrzeichen der Stadt, dem CN Tower. Mit seinen 553 Metern eines der höchsten Gebäude der Welt. Im Office hole ich mir ein Ticket für das tiefere Observation Deck und dem nochmals höher gelegenen Skypod. Der Fahrstuhl fährt schier endlos und senkrecht in die Höhe, bis auf zunächst 342 Meter über der Stadt. Hier liegt eine besondere Attraktion, die erstmals am 26. Juni 1994 eröffnet wurde. Der 23 Quadratmeter große gläserne Boden im Glasfloordeck. Der gesamte freistehende Boden des unteren Aussichtsdecks besteht aus 6,35 cm dicken Panzerglasplatten, die 38 Tonnen Gewicht tragen können. Die einzelnen Glasplatten messen 1 Meter x 1,50 Meter und sind mit einer weiteren 2,5 cm dicken Schicht temperierten Glases überzogen. Eine spezielle austauschbare Folie schützt das Glas vor Verunreinigung und Abnutzung. Da sich viele Besucher nicht auf diesen Bodenbelag trauten, wurde ein großer Teil mit Teppichboden zugedeckt. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man hier unter sich nur zwei dicke fette Glasplatten hat und dann man auf Glasplatten irgendwie schwebend über der Stadt. Hoffentlich brechen sie nicht. I went down to the crossroads with a dollar to aid it. An hour to kill, yeah, I was itching to jump. Gave it all to a fine young lady. We ain't gonna eyelids and a world class rum. Don't ask me where I've been. Don't ask me how I know. There ain't no message in the bottle. Just about the same wherever you go. Erste Stadtansichten genossen, will ich nun weitere Meter in die Höhe auf den sogenannten Skypod. Eine geschlagene Stunde verbringe ich in der Warteschlange vor dem zweiten Fahrstuhl, der mich schließlich auf bis zu 447 Meter über dem Stadtgebiet befördern wird. Damit ist man mit Hubschraubern und Kleinflugzeugen etwa auf Augenhöhe. Die Aussicht ändert sich allerdings nicht mehr gravierend. Bei klarem Wetter soll man von hier oben die Gischt der Niagarafälle sehen können. Interessant ist, dass die untere Plattform, auf der ich bis eben noch war, so aussieht, als würde sie sich direkt über dem Stadtboden befinden. So, ich bin jetzt hier in Toronto Downtown in der Yonge Street. Das ist hier so die Shopping- und Einkaufsmeile. Und hier bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen entlang geschlendert und hier ist ganz schön laut. Aber hier ist auch ganz schön was los. Messenger is showing ignorance of one.
Nach der Shoppingtour finde ich mich im Queen's Park und gegenüber dem Parlamentsgebäude der Provinz Ontario wieder. Es handelt sich um einen Bau im neugotischen Stil aus dem Jahre 1892. Mit dem Rücken zum Gebäude steht die Statue von Sir John A. Macdonald, dem ersten kanadischen Premierminister von 1867 bis 1873, der im Alter von 5 Jahren aus Schottland einwanderte und später Chef der Conservative Party wurde. Migration ist auch das Stichwort für den nächsten Stadtteil, Chinatown. Ähnliche Stadtbezirke trifft man auch in anderen nordamerikanischen Großstädten an. Beim gemütlichen Schlendern kommen mir die Bilder von San Francisco wieder in Erinnerung, wo es ähnlich aussah. Auch hier in Toronto kann man viel Kleinkram oder fernöstliche Lebensmittel kaufen. Allseits präsent sind große Schilder, deren Schriftzeichen oft mit westlichen Lesekünsten nicht zu entziffern sind. Doch irgendwann genug gesehen. Direkt im Anschluss steuere ich das neue Rathaus von Toronto an. Boah, ist schon wieder ganz schön warm hier in der Sonne. So, ich bin jetzt hier schon eine ganze Zeit lang in Toronto rumgelaufen. Ich bin jetzt hier am neuen Rathaus angekommen, an der New City Hall. Und das ist jetzt ein etwas größerer Platz mit irgendeinem Brunnen davor. Ganz schick hier. I went down to the crossroads with a dollar to eight. An hour to kill, yeah, I was itching to jump. Schon in der Reiseplanungsphase stand für mich fest, du willst unbedingt auf die Toronto Islands. Diese Inselgruppe ist der Stadt vorgelagert und vom Lake Ontario umgeben. Für die Stadtbewohner ist es primär ein Naherholungsgebiet und Ausflugsziel. Ebenfalls ansässig ist hier ein kleiner Flughafen. Um auf die Inseln zu gelangen, gehe ich die paar Schritte vom Rathaus zum Harbour Square mit seinen Hafenanlagen. Von hier aus kann man zwischen 3 Fähren wählen. Wobei ich mich sozusagen für die mittlere entscheide, die das Center Island ansteuert. Die Überfahrt ist keineswegs teuer und man ist in wenigen Minuten übergesetzt. If you go downtown, you better watch your back. Cause they can take you down quicker than a heart attack. Pretty girls in the alley. Hard as nails in the stoplight jungle, everything's for sale. Don't ask me where I've been, don't ask me how I know. Ain't no message in the bottle and a $20 hide. Just about the same wherever you. Ja, die ganzen kleinen Inselchen sind hier alle mit Brücken verbunden und man braucht doch schon einige Zeit, bis man so alles abgelaufen hat. Ja, jetzt laufe ich hier schon so ein bisschen auf den Toronto Islands drauf rum. Ist ganz nett und ich denke mal, die Leute, die hier in der Stadt wohnen, für die ist das ein willkommener Ausgleich, vielleicht mal am Abend oder auch am Wochenende hier rauszufahren. Das ist er, der Lake Ontario. Und die Richtung ist auch gar nicht so falsch, nämlich irgendwo da hinten in der Ecke sind die Niagara-Fälle. Mit der Fähre geht's zurück zur City. Langsam tun die Füße weh, doch ich habe noch eine letzte Station auf meiner Wunschliste. Das Iron Building, ein schmales Haus zwischen 2 Straßen in Downtown. Gleich gegenüber stoße ich auf ein kleines Volksfest, auf dem ich nochmal eine Runde drehe, ehe es zur Union Station zurückgeht. Das heißt, es ist kurz vor 19 Uhr und ich muss jetzt wieder hier von der Union Station raus nach Guildwood fahren, zum Motel. Mir tun auch langsam die Füße weh, jetzt habe ich genug gesehen von Toronto. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, um 19.13 Uhr fährt der Zug hier nach Lakeshore East. Und auf diesen Anzeigetafeln erscheint gleich, an welcher Plattform der Zug dann hält. Mal gucken. So, der Zug ist abgefahren, würde ich sagen. Jetzt geht's zum Auto. Ah, sehr schön.
bin noch im Motel, aber nicht mehr lange, denn es geht jetzt so langsam wieder on the road. Endlich mal wieder ein bisschen weiter Auto fahren und die ganze Zeit nicht nur in der Stadt rumrennen. Es sind etwa so 130 Kilometer bis zu dem Gebiet der Niagara-Fälle. Und ja, dann würde ich sagen, packe ich mal meinen restlichen Kram hier so langsam zusammen und werde hier diese Bleibe mal verlassen, wo ich jetzt immerhin 3 Nächte geblieben bin. Bei den Niagara-Fällen, denke ich mal, werde ich nur eine Nacht pennen. Und ja, dann geht's jetzt los. Jetzt bin ich endlich da angekommen, wo ich eigentlich schon immer mal hin wollte, und zwar die Niagara-Fälle. Und es ist noch nicht so ganz klar, von wo das Wasser jetzt kommt, ob es nun wirklich von oben kommt oder von da hinten. Ist nicht ganz klar, weil es tröppelt nämlich so ganz leicht, ist aber auch leicht bedeckt. Ja, ich habe mir hier in der Nähe erstmal ein Hotel gesucht, hier oben am Clifton Hill in Howard Johnston. Hier werde ich also eine Nacht pennen und dann mal gucken, vielleicht noch eine dranhängen, vielleicht auch nicht. Vielleicht schaffe ich auch heute schon alles, was ich hier machen will und mir das hier alles ansehen will. Und im Reiseführer, was drin stand, das ist also völlig korrekt. Die Niagara-Fälle sind wirklich die Totalvermarktung eines Naturschauspiels. Man hat hier also mehrere Möglichkeiten, sich die Fälle anzusehen. Zum einen kann man da unten einmal mit dem Boot direkt ranfahren, mit der Maid of the Mist. Oder man fährt auf den Skyline Tower hoch und guckt sich das von oben an oder macht hier einen Hubschrauber-Rundflug. Vor allem im nahegelegenen Clifton Hill ist also wirklich ja, Volksparkstimmung, also total krass. Aber ich würde sagen, ich schaue mich jetzt hier erstmal ein bisschen um. Dass man bei den Niagara-Fällen vom Plural spricht, begründet sich in den 2 Wasserfällen. Der linke American Fall, auf US-Bundesgebiet gelegen, ergießt sich an einer Kantenlänge von 363 Metern. Das Wasser fällt hier nach 21 Metern auf eine Schutthalde, die bei einem Felssturz im Jahre 1954 entstand. Imposanter ist der hufeisenförmige Horseshoe Fall auf kanadischem Gebiet, der sich gleich rechts neben den American Falls befindet. Seine Kantenlänge beträgt 792 Meter und die freie Fallhöhe 52 Meter. Beide Wasserfälle werden durch eine kleine Insel voneinander getrennt. Der Wasserdurchfluss beträgt, je nach Jahreszeit, zwischen 2800 und 5700 bzw. durchschnittlich 4200 Kubikmeter pro Sekunde. Allerdings ist der Mensch daran nicht ganz unbeteiligt. Je nach Tageszeit gelangt nur je ein Viertel bis die Hälfte der gesamten Wassermassen zu den Fällen. Bei geringer touristischer Frequentierung und nachts erfolgt eine Wasserumleitung zur Stromgewinnung. Die Niagara-Fälle werden also sprichwörtlich per Knopfdruck allmorgendlich angeschaltet. Ich habe mir jetzt hier mal für 2 Dollar so ein, na gut, es waren 2,14 Dollar mit Tax, so ein Teil hier geholt, so ein Ganzkörperkondom, weil hier ist nämlich mächtig feucht. Luftfeuchtigkeit 100%, würde ich sagen. Und wenn hier irgendwelche Tropfen auf der Linse sind, es ist Wasser und ich habe keine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Schön, ich komme mir ein bisschen doof vor, wollte ich nur sagen. Im Übrigen sind wir ja hier auf der kanadischen Seite. Die andere Seite dort drüben ist bereits die USA, und das da in der Mitte ist die sogenannte Rainbow Bridge,
und ja, da könnte man rüber in die USA fahren, das ist aber jetzt nicht geplant, weil die Niagara-Fälle von Kanada aus deutlich schöner aussehen. Auf dem Clifton Hill, hier rechts im Bild, steht unter anderem der Skylon Tower, der Mitte der 60er Jahre erbaut wurde. Ich hole mir ein Ticket und lasse mich mit dem Fahrstuhl auf 160 Meter Höhe über dem Erdboden bringen. Falls jemand auf die Idee kommen sollte, hier bei den Niagara-Fällen zu parken, kann er gerne machen. Dieser Parkplatz dort kostet 20 kanadische Dollar. Ich habe übrigens das Auto einfach beim Hotel stehen lassen. Man kann das ja schon ganz gut sehen, hier oben aus. Das kostet zwar auch 8 Dollar, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich hier noch eine Nacht hier bleiben will, ich will mir nicht heute Abend mal die Niagara-Fälle bei Dunkelheit ansehen. Die sollen nämlich ganz toll beleuchtet sein. So, ich würde sagen, das war jetzt erstmal Niagara-Fälle genug fürs Erste. Ich gehe jetzt hier mal auf den Clifton Hill rauf, auch wieder grobe Richtung zum Hotel zurück. Außerdem will ich hier jetzt mal was essen. Ja, jetzt spätestens merkt man, dass das Ganze hier extrem touristisch erschlossen ist. Also das hat schon eigentlich nichts mehr mit Naturspektakel zu tun, sondern Partymeile. Ich gehe fürs Erste zurück ins Hotel. Es ist gerade 6:30 am frühen Abend und ich warte jetzt eigentlich, dass es jetzt gerade dunkel wird und schnappe mir nämlich mal die Kameras und das Stativ und will mal probieren, ob ich da vielleicht noch ein paar Langzeitbelichtungen hinbekomme, weil die Wasserfälle sollen nämlich auch bei Dunkelheit beleuchtet sein und dann wollen wir mal schauen, ob das so klappt. So, jetzt ist es 9:15, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal raus und schaue mir das Ganze nochmal bei Dunkelheit an. Ich kann mir nicht helfen. Das sieht hier irgendwie alles ein bisschen aus wie Las Vegas, aber naja, egal. Was ja viel wichtiger ist, wie sehen denn eigentlich jetzt die Niagara-Fälle bei Dunkelheit aus? Sound off on stories now grown cold. These lies that permeate these days. We live in paintings by impressionists who fell in love. I gave you everything I had. I'm so addicted to the self-fulfilling emptiness too far. They'll never hear us now. So, jetzt mache ich die gleiche Tour wie heute Nachmittag nochmal, bloß jetzt bei Dunkelheit. Und da hinten sind sie schon, die Niagara-Fälle. Und ich muss sagen, auch hier hatte der Reiseführer recht. Es sieht ganz schön kitschig aus. Nicht nur auch tagsüber, auch abends trifft man hier so viele Touristen und der ganze Sidewalk ist einfach nur voll. Und überhalb von der Straße erkennt man deutlich die Scheinwerfer, von wo aus die Wasserfälle angeleuchtet werden. Hole ich mir erstmal mein obligatorisches Omelett, was ich immer so gerne esse. Und dazu gibt es natürlich einen wunderschönen O-Saft. Tja, weil
Denny's Restaurants gibt es hier nicht so häufig. Ich habe bisher erst so ein oder zwei am Wegesrand gesehen und das war hier gleich direkt neben dem Hotel. Liegt das natürlich nahe, dass ich auch gleich frühstücke. Ich fahre am Niagara River flussabwärts entlang, also nördlich, und komme kurze Zeit später am Aerocar an. Es handelt sich um eine Seilbahn, mit der man über dem sogenannten Whirlpool entlang schweben kann. Der Zufluss von den Wasserfällen strömt zunächst in ein Becken hinein, ehe das Wasser zum Abfluss gelangt. Bereits im Jahre 1916 eröffnet, bewegt sich das Aerocar mit 7 km pro Stunde auf den gegenüberliegenden Befestigungspunkt zu. Die 6 Stahlseile haben einen Durchmesser von 25 mm. Der Antrieb wird durch einen 37 kW starken Motor sichergestellt. What the messenger is showing, ignorance of what the fear is knowing. Well, in the mind it feels like treason, going off without a reason. Dim the lights and change the season, blow the candle out. So, nach dem Whirlpool bin ich jetzt den Niagara Parkway immer noch weiter hier nach Norden gefahren, immer schön an der Schlucht entlang mit dem Wasser. Und man könnte sich natürlich jetzt die Frage stellen, wenn die Leute schon zu viel Wassermassen haben, dann könnten sie dann damit doch eigentlich auch Strom erzeugen. Das wird hier im Hintergrund gemacht. Hier ist irgend so eine Staumauer und man sieht hier auch ziemlich viele elektrische Leitungen und Umspannwerke oder sowas, die hier positioniert sind. Ja, das nächste Ziel ist dann Niagara on the Lake. So eine kleine Ortschaft, soll ganz schön und altertümlich sein. Dazu muss ich hier noch weiter irgendwie fahren, das wird sich dann gleich so ergeben. Jetzt ist es 12.25 Uhr. Ich bin jetzt angekommen in Niagara on the Lake und darüber steht geschrieben: Eine gute halbe Autostunde östlich von Hamilton liegt eine der schönsten Kleinstädte Kanadas. In dem überaus pittoresken Ort Niagara on the Lake mit seinen etwa 12.000 Einwohnern scheint die Zeit irgendwo in der Mitte des 19. Jahrhunderts stehen geblieben zu sein. Schattige Laubbäume bilden hübsche Alleen, hinter Vorgärten thronen herrschaftliche Villen. Mancher Wohlhabende aus Toronto zieht sich wohl gern hierher zurück. Dem gepflegten Erscheinungsbild ist es zu verdanken, dass die Haupteinnahmequelle der Tourismus ist. Besonders die Monate Juli und August lassen die Einwohnerzahl mächtig anschwellen. So, Türen zu für heute. Jetzt ist es in etwa 18 Uhr, 18.30 Uhr, irgendwas die Ecke. Und ich bin jetzt in Barrie angekommen, das ist so 80 Kilometer nördlich von Toronto. Lege ich jetzt nochmal eine Pause ein, weil heute bin ich den ganzen Tag irgendwie so müde gewesen irgendwie. Und ich denke mir, ach, naja, dann ist das mit dem Autofahren noch nicht so toll. Das Krasse ist, ich bin jetzt hier in einem Holiday Inn Express hier in der Nähe, war wieder alles zu, es ist ja Wochenende. Und ich zeige euch jetzt mal den Raum, der ist nämlich voll stylisch. Leben wie Gott in Frankreich. Also hier haben wir erstmal natürlich das King-Size-Bett, wie es ja für die nordamerikanischen Verhältnisse gehört. Dann hier Schreibtisch. Viel geiler, hier haben wir sogar wieder eine extra Küche dabei. Das geht eigentlich. Ich habe zwar nichts zu kochen, aber zumindest habe ich mir doch glatt schon mal wieder für heute Abend eine Flasche Dr. Pepper kalt gestellt. So, da wird es Zeit, sich mal hier heimisch einzurichten. Geh rein. So, jetzt kann passieren, was will. Ich bin jetzt zu Hause. Sonntag, 10.30 Uhr in etwa, gerade ausgecheckt und stehe immer noch auf dem Parkplatz beim Motel. Ich habe jetzt ein kleines Problem, mir gehen so langsam die Reiseziele aus. Natürlich will ich nochmal durch den Provincial Park, völlig klar, kommt auch. Aber ich denke mal, ich werde noch so einen kleinen Umweg fahren vorher, weil sonst bin ich einfach viel zu früh in Ottawa. Und so lange in Ottawa rumhängen, naja, ich habe da jetzt schon eigentlich alles Wichtige gesehen. Deswegen präsentiere ich euch jetzt das Beste aus 4 verbleibenden vollen ganzen Tagen Kanada, ehe es dann wieder nach Hause geht. Es liegt wohl an einem gewissen Sättigungseffekt am Ende einer Reise. So mache ich einen kleinen Schlenker über die Städte Sudbury und North Bay. Bei letzterer mit Übernachtung, ehe ich den noch etwas bekannteren Algonquin Province Park ansteuere. Immerhin erweitere ich auf diesem Weg meine Vorstellung, wie Kanada abseits der großen Städte auf dem Land aussieht. Gotta keep you,
but you're much too fast for my hands. I hope you think of me when recognition finds your foreign lands. Try to remember that you're all American. Das nächste Ziel ist ja der Algonquin Provincial Park, der 1893 gegründete rund 7500 Quadratkilometer große Provinzpark ist der älteste in Ontario und liegt nur etwa 4 Autostunden nördlich von Toronto. Als einzige Straße führt der Highway 60 durch ein rund 60 Kilometer langes Stück im Süden des Parks, Durchfahrt kostenlos, bei Stopp-Eintrittskarte erforderlich, sodass man entweder gut zu Fuß oder ein begeisterter Paddler sein sollte, um in das wilde Herz vorzustoßen. Naja, ich bin begeisterter Autofahrer und werde das immer durchfahren. Ja, die Landschaft hier ist ziemlich abwechslungsreich. Nicht nur ausgedehnte Waldgebiete, sondern auch zahlreiche Seen gibt es hier. Und ja, das nutzen die Leute natürlich auch für ihre Freizeit. Und Kanufahren ist hier ganz groß in. Hier ist zum Beispiel gerade eine Truppe angekommen. So, ich mache jetzt hier gerade noch mal Halt am Spruce Bock. Auch wenn der Name ein bisschen komisch klingt, ist der Rundwanderweg doch ziemlich geil, weil das ist nämlich hier so eine Sumpflandschaft und da gibt es so einen Holzpfad, da kann man drauf langlaufen und ja, sieht ganz nett aus. Hier mal kein Standard-Motel von den großen Ketten, sondern so ein kleiner Familienbetrieb. Ist irgendwie urig hier, ist auch so ein bisschen typisch nordamerikanisch eingerichtet. Morgen sind es noch 180, 190 Kilometer zurück bis nach Ottawa. Der Kreis beginnt sich zu schließen. Die letzten beiden Nächte verbringe ich eben dort, was wir in diesem Film schon ausgiebig gesehen haben. Nun geht alles wieder rückwärts. Auto abgeben, im Übrigen mit 3800 gefahrenen Kilometern, und am Flughafen auf den Flieger zurück in die Heimat warten. So, jetzt ist es 13.34 Uhr und bin jetzt wieder am Flughafen von Ottawa angekommen. Ich habe den Mietwagen gerade abgegeben. Es ist jetzt noch ewig Zeit. Um 17.15 Uhr hebt die Hütte erst ab. Mal gucken, ob ich den Koffer vielleicht schon loswerden kann. Und ansonsten das übliche Einchecken. Ja, und dann geht's schon los wieder zurück nach Deutschland. Auf Wiedersehen, Kanada. Die Reise geht zu Ende. Mit meinem Trip in die östliche Region des Landes habe ich mir durchaus einen Wunschtraum erfüllt. Gern werde ich mich an die Großstadt Toronto, das franco-kanadische Quebec, die Olympiastadt Montreal, die imposanten Niagara-Fälle oder das Seemannsflair der Gaspésie erinnern. Gedanken, die mir den Alltag wieder aufhellen. Doch nun hat er mich wieder. Um 6.33 Uhr wird die Maschine in Frankfurt am Main aufsetzen. Nun bleibt noch die bekannte Frage: Where do I go next?